Hallo furchtbare Freunde, schön, dass ihr wieder dabei seid und heute spielen wir Pathfinder Adventure in der Rubrik Brettspiele Digital. Und Pathfinder Adventures ist so ein Kartenspiel, in dem man Decks bauen muss und Abenteuer erlebt. Und ich habe hier schon angefangen, wir gehen hier direkt rein in das Spiel und wir haben ein paar Rätsel aufgeklärt. Wir haben herausgefunden, dass jemand Waren in einer Stadt geklaut hat und wir sind jetzt so ein bisschen dabei herauszufinden, warum diese Angriffe auf Sandpoint stattgefunden haben. Ja, und die wird nämlich jetzt auch attackiert hier. Und da steigen wir jetzt. Achso, genau, ich zeige euch mal eben nochmal, mit wem ihr es gleich zu tun kriegt. Meine Party von starken Mädels. Da haben wir einmal hier die Kara. Das ist ein Barbarian, also eine Barbarin. Dann haben wir die Ambra, das ist eine Paladine. Die Suna ist eine Magierin. Und Shayna ist eine Schurkin. Ja, wie gesagt, wir sollen herausfinden, was hier passiert. Wir sollen die Angriffe abwehren. Und dann starten wir mal. Okay. Mittags auf dem Swallowtail Festival. Das kann man, glaube ich, nicht so gut übersetzen. Keine schlechte Feier, Vater Xanthus. Wenn die Barbarin so eine Feier schon gut findet, dann muss sie gut sein. Okay, Aufmerksamkeit und was zum Goblins überall! Wie sind sie durch die Tore gekommen? Goblins chew and goblins bite, goblins cut and goblins fight, stop the dog and cut the horse, goblins eat and take by force. Okay, sieht so geil aus. Rip Nugget heißt er, okay. Ja, das gefällt der Barbaren natürlich. Genau ihr Ding. So, es gibt immer so eine Regel für jedes Szenario. Das ist so eine Sonderregel. Und hier ist die Sonderregel, wenn man ein Monster besiegt, das ein Goblin ist, dann würfelt man 1d6. Und bei einer 1 bekommt jeder Charakter auf dieser Location, auf der das stattfindet, einen Feuerschaden. Natürlich nicht so schön. Das hier ist jetzt so der Hauptboss dann. Ein froschreitender Goblin. Und das hier ist jemand, den wir anscheinend irgendwie besiegen müssen. Das ist so ein Henchman, also ein Diener. Und ich vermute, es ist auch so jemand, der mit den Goblins verbündet ist, der vielleicht daran beteiligt war, die Goblins in die Stadt zu lassen. Und das sind Goblin Raider. Wenn man die besiegt, dann kann man die Location zumachen. Und das ist so das große Ziel. Denn wenn eine Location noch offen ist und man besiegt an einer anderen Location den Hauptboss, dann läuft er weg zu einer offenen Location. Das heißt, man muss möglichst immer alle Locations dicht machen, damit er dann auch besiegt bleibt und nicht wegläuft und woanders wieder auftaucht. So, die werden jetzt auf die Locations verteilt hier. Und jetzt verteile ich meine Crew auf die Locations. Und dann schauen wir mal, was so passt. Auf dieser Location hier muss man einen Banditen besiegen. Und es ist ein Combat Ding, da schicken wir mal die Barbaren vielleicht hin. Dann gibt es hier, da muss man einen Segen verbrauchen oder Vater Xanthus ablegen können. Das heißt, den scheint man irgendwo auch finden zu können. Und ja, mit Segen und so, da kennt sich hier die Paladine vielleicht am besten aus. Was haben wir hier? Da muss man einfach nur eine Karte weglegen, also aus dem Spiel nehmen. Das macht vielleicht die Schurken einfach. Und hier ist ein Charisma und Diplomacy Check nötig. Das weiß ich nicht genau.
Intelligence oder Knowledge Check. Defeat or acquire the next card in the deck. Und da schicken wir doch einfach mal die Magierin hin. Und jetzt kann ich aussuchen, in welcher Reihenfolge die dran sein sollen. Es war mir bisher immer egal. Deswegen mache ich da auch mal nichts. Müsste man nochmal schauen, ob das wichtig wird irgendwann. Ja, das ist die Stadt, in der das Ganze abgeht. Sandpoint. An der verlorenen Küste, glaube ich, heißt die Gegend. Ja. Und dann geht's los mit der Barbarin hier. Die befindet sich jetzt hier. Und wir ziehen hier oben mal die erste Karte. Und wir treffen einen Werwolf. Mit einem W12 sollen wir nur 13 würfeln. Das ist schon mal nicht so richtig gut. Aber wir können ja ein paar Dinge tun hier. Ich kann eine Karte weglegen, um einen W10 zu einem Kampfergebnis dazu zu bekommen. Ich habe hier mein Großschwert. Wenn ich das dann spiele, dann kriege ich noch 2 W6 dazu. Und ich habe ein Langschwert. Das gibt mir einen W8 dazu. Und wenn ich es dann auch noch weglege, komplett, dann kriege ich auch noch einen W6. Das machen wir mal. Und das sollte jetzt aber auch wirklich locker reichen. Ja, 20, da ist der Werwolf schon Geschichte. So, jetzt kann ich mir aussuchen, ich könnte noch eine Karte weglegen oder halt... Nee, und zwar hier den Soldier. Diskarden wir mal, jetzt können wir noch weiter hier erforschen. Das ist immer ganz wichtig. Oh, ein Cape könnte ich kriegen. Da kann ich, glaube ich, den Burglar für einsetzen. Ja, ein W10 kann ich dann noch dazu bekommen. Das versuchen wir mal. Trotzdem eine 8 wird schwierig. Mal gucken. Oh, geschafft. Sehr schön. Also haben wir das Cape of Escape gefunden. Was kann das? Die kann ich weglegen und kann dann eine Encounter, also eine Begegnung, entfliehen und dann von der Location woanders hingehen. Wollen wir aber jetzt gar nicht. Die beendet. Die könnte jetzt als Spezialfähigkeit auch noch in eine andere Location wieder gehen. Macht sie aber nicht. Wir wollen ja die Locations alle besiegen. So, jetzt sind wir hier an der brennenden Kathedrale schon. Und jetzt kann sie hier nochmal unter das Deck gucken. Wenn da eine nützliche Karte wie dieser Wand ist, der kommt jetzt unten hin. Und das heißt, jetzt ist eine andere Karte oben auf dem Deck. Mal gucken, was wir da bekommen. Auch ein Blessing können wir kriegen. Okay, two dice. So, Intelligence Check. Ja, probieren wir mal. Hat nicht geklappt. Pech gehabt. Ist dann so. Jetzt können wir noch dieses Blessing of the Gods weglegen hier. Und dann nochmal eine Karte aufdecken. Einen Zauber kann man hier kriegen. Das ist nicht wichtig für sie, glaube ich. Aber sie kriegt den trotzdem. Ah, ich weiß gar nicht. Doch, könnte sie wohl sprechen. Okay, dann hat sich das gelohnt. Und wir gehen in die nächste Location. Oh, was geht da hier ab? Alles klar, hier geht's richtig ab. Hier wird gekämpft. Und was ist das? Start of Turn Actions. Was waren denn nochmal die Start of Turn Actions hier bei der Zauberin? Weiß ich gar nicht. Wir wollen mal weitermachen einfach. Vielleicht mit irgendeiner Karte hier. Der Bugbear, oh je. Den Bugbear, den... Was haben wir hier mit der Force Missile? Was kriegen wir da? 2 W4 dazu. Achso, und ein W12. Das ist schon mal anders. Wir haben plus 2, 2 W4 und ein W12. Kriegen wir hin. Kriegen wir nicht hin. Schade. Okay, das heißt, wir müssen eine Karte ablegen und dann legen wir doch mal die hier weg. Die hier weg. 3 müssen wir ablegen. Dann packen wir die weg und die weg. Ja, das war nicht so erfolgreich. Den können wir allerdings versuchen zu rechargen jetzt. Und
Die wird geburied. So, und dann kommt der Bugbear da wieder rein, weil wir ihn nicht besiegen konnten. Natürlich schade ist. Und das jetzt hier könnte ich jetzt ablegen, um nochmal zu exploren. Das machen wir mal. No risk, no fun. Okay, da können wir einen Bogen kriegen. Den kann sie allerdings tatsächlich nicht wirklich gebrauchen. Aber, ach nee, das ist ein Blessing, kein Bogen. Okay, können sie jetzt abwerfen, um nochmal zu erforschen. Machen wir. Und jetzt haben wir einen Bunyip. Und jetzt müssen wir würfeln. Wisdom verlieren wir schon mal. Und jetzt kriegen wir Schaden. Anscheinend, ach nee. Aber wir können natürlich wieder die Force Missile dazu nehmen. Machen wir. Und das hat gereicht. Der Bunyip ist Geschichte. Sehr schön. Den rechargen wir. Und der Bunyip geht davon. Und jetzt sehen wir, hier oben sind noch 8 Karten in diesem Deck. Das heißt, da haben wir im Prinzip ganz gut was weggeräumt. So, jetzt unsere Schurkin hier. Da ist ein Goblin Raider. Das ist schon mal cool. Wenn wir den jetzt besiegen, dann können wir sofort versuchen, diese Location gleich dicht zu machen. Und wir haben hier so einen Bird Cruncher, aber das heben wir uns nochmal auf. Wir haben hier eine Heavy Crossbow. Und wir können eine Sneak Attack machen. Wir wollen ja, dass das klappt. Also machen wir eine Sneak Attack. Und dafür rechargen wir den. 9 brauchen wir. Wir wollen ja, dass das wirklich klappt. So. Ja, das soll wirklich klappen. Deswegen lieber mit Kanonen auf Spatzen. Keine 1, kriegen keinen Feuerschaden. Sehr gut. Und when closing, banishing a card. Meine ich hätte ihn jetzt besiegt? Genau, close location. Jawohl. Wollen wir machen. Banish a card. Und wir banishen die hier. Und closen die Location. Das lohnt sich schon. Also auch wenn diese Diebeswerkzeuge nicht schlecht sind. Aber lohnt sich schon, die Location zu closen. Und da rechargen wir mal die hier. Und ziehen eine Karte. Okay, gut. Ja, prima. So, und dann sind wir wieder am Tor hier. Und sind wieder bei der Barbarin. Und die versucht natürlich jetzt auch, kannst du einen langen Bogen kriegen. Aber das ist gar nicht so ihr Waffen. Ihre Waffengattung irgendwie. Die ist mehr mit Zweihandwaffen und sowas. Da ist sie erheblich besser. Wir geben das Blessing weg, um noch einmal forschen zu können. Gibt ein Dolch vielleicht. Boah. Mit bisschen Glück. oder auch nicht so viel Glück. Egal. Da können wir nicht weitermachen jetzt, weil das Cape of Escape. Das klingt immer geil. Das Cape of Escape möchte ich nicht weglegen, um noch eine Karte erforschen zu können. Hier machen wir wieder das. Das wäre so ein schönes Blessing gewesen. Hätte man vielleicht doch ziehen sollen. Aber nun ist es so. Was kriegen wir? Ein Warlord. Wir haben ein W8 plus 1. Dann setzen wir doch mal diesen Schlafskill ein. Nee. Evaden wollen wir den eigentlich nicht, ne? Wollen wir ja irgendwie 2W8. Mmh. 43 Success. Das ist nicht viel. Machen wir das mal so. Und legen die hier ab. So, das sollte eigentlich. Nein. Oh Mann. Heftig. Echt heftig. Gut.
Das geht hier drauf. Und der kommt wieder ins Deck. Schade. So, den Standard-Bearer hier. Die discarden wir, um noch eine noch einen Encounter aufzudecken. Da ist der blöde Warlord schon wieder. Verdammt nochmal. Discard one card von mir Deck. So, und das Langschwert nehmen wir jetzt noch mit rein. So, 69% wieder. Komm schon. Ah, übel. Dann discarden wir den Schlafzauber. Ah, das war ja echt nicht schön. Na gut, aber kann passieren. Ich bin so ein bisschen enttäuscht auch sowieso von dieser Paladine. Beim nächsten Mal nehme ich irgendwie anderes rein. Ja, habe ich schon öfter erlebt, dass dies irgendwie nicht richtig reißt. So, aber die Magierin. Rip Nugget in Stickfood. Das heißt, jetzt schon der Oberboss. Das ist doof, weil die anderen Locations ja alle noch offen sind. Und er singt: Chase the baby, catch the pup, bonk the head to shoot it up, bones be cracked, flesh be stewed, we be goblins. Okay. Diese Gobelines. We love food. No, don't hurt me, I'll give you anything you want. Ja. Besser ist es vielleicht. Aber wer weiß schon, was der will. So, das ist jetzt so ein bisschen doof. Das bringt nicht viel, wenn wir jetzt diese Locations so zeitweilig schließen. Denn er wird immer noch zu einer von dieser laufen. Also ist es besser, wir schließen einfach gar nichts. Und ja, müssen wir jetzt mal gucken, wie wir den eventuell besiegen können. Wenn wir ihn besiegen können. Das wird ja nichts, ne? Das wird nichts. Können wir das nochmal rückgängig machen? Geht, okay. Okay, erstmal diesen Stealth-Wurf, den wir nicht gekriegt haben. Und jetzt dürfen wir gegen ihn kämpfen. Lightning Touch gibt nochmal Arcane Skill plus 2W4. Das ist nicht schlecht. 89% Success. Das haut hin, oder? Ja, gut. Das rechargen wir uns mal schön. So, und jetzt? Nochmal? Hä? Okay. Muss ihn zweimal besiegen. Ach so, ja, stimmt. Hier steht es auch. 9 und dann 10. Ja, das ist jetzt natürlich nicht so schön. Gut, da können wir den Troubadour discarden. Muss man hier selber rüberziehen. Das reicht mir immer noch nicht. Ich nehme noch einen zweiten W12 dazu und das sollte gut klappen. Jawohl. So. Er ist entkommen, aber diese Location ist zu und Feuerschaden haben wir auch nicht gekriegt. Aber mal gucken. Jetzt wird er wieder mit den Henchmen zusammengemischt und neu verteilt. Ja, schön. Und wir gehen weiter. Wieder zur Schurken. Und die Schurken, die kann jetzt halt woanders hingehen, weil sie ja geschlossen hat. Ein Charisma oder Diplomacy-Check. Und ich glaube, das ist genau ihr Ding. Charisma. Aber ich bin nicht ganz sicher. Oh, cool! Gleich schon wieder den Goblin Raider. Sehr schön. Ja, dann setzen wir diesen Crossbow ein. Und auch nochmal so ein Blessing of the Gods.
ganz hundertprozentig sicher zu sein. Na, ja, 100% war es nicht, aber 96, ne? Jetzt mal gucken. Kein Feuerschaden. Sehr schön. Continue without using powers. Könnte das noch einsetzen, mache ich aber nicht. Der ist weg. Ja, wollen wir schließen, natürlich. Charisma-Check. Dann nehmen wir nochmal hier so ein Blessing dazu. Mehr haben wir nicht. Ja, hat geklappt mit der 9. Sehr schön. Aber das ging ganz gut gerade. Wir haben nämlich auch nur begrenzt Zeit. Hier oben sehen wir, wie viele Runden wir Zeit haben. Ja, und dann geht's weiter. Die Barbaren jetzt am Tor. Mal gucken, wann da der Goblin Raider kommt. Das ist wieder... Wir können ein Blessing kriegen. Ja, schön. Das nehmen wir. So, jetzt würde ich hier gerne noch weiter erforschen. Ne, wir wollen da bleiben. Muss ich jetzt weggehen? Gefällt mir gar nicht. Eigentlich? Können wir das rückgängig machen? Können wir anscheinend. Gut. Das heißt also, wir legen das hier mal weg. Und dann können wir nochmal... Eine Pit Trap. Oh oh. Da nehmen wir hier das Cape of Escape. Und bewegen uns woanders hin. Das ist total geil. Wer will denn sowas? To evade an encounter. And then move. Achso. Ich muss praktisch immer moven. Ja gut. Dann moven wir halt hier hin. Okay. So, das geht nicht mehr. Doch. Muss gehen, ne? Zack. Geht sie wieder zurück zum Tor. Und die Pit Trap war weg. Jetzt sind wir hier wieder bei der Paladine. Die macht wieder ihr komisches Ding. Das wäre auch bestimmt wieder nützlich gewesen. Kann dann mal... Okay, Wand of Shield. To reduce damage. Okay. Können wir mal probieren, den zu kriegen. Oder? Aber nee, geht ja gar nicht. Doch, mit 8. 8 oder 7. Leider nein. Okay. Schade. Aber so ist das. Wir wollen uns mal ein paar Karten zurückholen. Ablagestapel wieder rein in unseren Stapel. Das ist nämlich auch so ein bisschen unsere Lebenspunkte hier. Ah, okay. Na? Nein, wie gemein. Okay, der ist also weg, der Spruch. Aber... Immerhin. Gut, sie soll jetzt mal woanders hingehen wieder. Ist ja die große Schließerin. Die geht dann hier hin. Guckt sich mal an der Küste um, am alten Leuchtturm. Was gibt's da? Ein Dog Slicer. Oh, die armen Hunde. Echt jetzt? Nee, wollen wir gar nicht haben. Komisches. Rostiges, hässliches Messer. Aber was wir wollen ist, wir wollen natürlich nochmal exploren hier. Explosive Runen. Möglicherweise ist das ziemlich cool. Dann nehmen wir noch ein bisschen was dazu. Jawohl. Explosive Runen. Okay, whatever. Vielleicht war das eine Falle. Das war, glaube ich, eine Falle. Deswegen. Okay. Wollen wir noch weiter? Ja, lass uns mal nochmal. Oh. Erstmal ein Wisdom-Wurf. Das ist schon mal schlecht.
von Schaden. Discard 5. Den Banishen, jetzt müssen wir noch 2 und das hier. Nämlich discarden und dann den Schaden auch so ein bisschen reduzieren. Das versuchen wir zu rechargen. Natürlich nicht. Okay, der Typ ist immer noch da. Er bleibt auch da. Blöd. Gut. Was jetzt? Ist gestorben. Das ist schlecht. Okay, mal gucken, was hier abgeht. Ah ne, hier ist nichts mehr am Abgehen. Sie muss weitergehen. Ja, dann geht sie jetzt mal da oben hin und versucht ihr Glück. Unsere Magierin ist gestorben. Wie unangenehm. Okay, was haben wir hier? Eine arkane Rüstung. Auch kein Mensch. Also sie nicht. Glaube ich. Jetzt können wir hier die Crow discarden, um nochmal. So, von da ist jetzt wieder dieser Spectre. Hey, 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 hey. Versuchen wir mal uns zu verstecken vor dem. Der ist echt unangenehm. Hoffentlich kommt gleich was anderes. Okay, und hoffentlich kommen wir hier jetzt mal voran. Eine Schlange. Doofe Schlange. Ich muss einen Survival-Check machen. Da bin ich schlecht drin. Ja. Okay. Abgehauen. Whatsoever. Das wäre das eine Möglichkeit gewesen, die Schlange mitzunehmen oder so, anscheinend. Gut, jetzt müsste so langsam... Oh nein, jetzt kommt wieder dieser blöde Warlord. Okay, hoffentlich können wir den vielleicht dieses Mal erledigen. Click to defeat. Diesmal haben wir dieses Blessing am Start. Macht das Ganze schon etwas besser. Und wir haben die Maze am Start. Und das sollte gehen. Zack, weg mit dir, Warlord. Du bist ein Stinker. Jawohl. Okay. Das war schön. Wir machen hier einfach mal Pause. Und die Schurken ist wieder dran. Zum Blessing. Ja, nehmen wir mit. Sehr gerne. Dann haben wir hier ein Spyglass. Können das Discarden und die Top 2 Karten anschauen. Das sind die und wir wollen natürlich den on top haben und den danach oder so, ne? Den hier. Nee. Na, mal gucken, was wir jetzt on top gelegt kriegen. Jetzt auch aufdecken. Ja, genau. Gut. Gut, gut, gut. Achso, wir können uns vor dem nur verstecken, anscheinend. Achso, nee. Jetzt kommt erst der Kampf. Genau. Continue. You need not interfere. Let Sandpoint crumble underneath its own corruption and walk away. Na. Ich glaube, also er will, dass wir die Stadt verlassen und sie ihrem Schicksal überlassen. Und das wollen wir natürlich gar nicht. Wir bleiben ganz genau hier. Es sei denn, er gibt uns mehr Gold als das, was wir von unserem Auftraggeber bekommen würden. Typisch Schurken. Aber anscheinend will er das nicht. Und dann müssen wir wohl mal unsere Armbrust auspacken und müssen auch noch eine Sneak Attack machen. Die chargen wir mal so. Na los, mach ihn platt. Jawohl. Der geht nach Hause. Ein Intelligence-Wurf. Das ist jetzt aber gemein.
Shit. Oh, ist das mies. Jetzt konnten wir die Location nicht closen. Ich weiß gar nicht, was dann passiert jetzt. Okay. Ein Buch? Das ist eine Barbarin. Die will kein Buch. Kann gar nicht lesen. Unglaublich. Tritt man mir hier ein Buch an. End of turn actions. Nein, wir bleiben da. Ist ja bald durch, dieses doofe Deck. So, können wir jetzt vielleicht mal den... Nein, können wir nicht. Gut, aber vielleicht jetzt. Detect Magic. Ja, bitte. Zack. Das ist ja toll. Was kann das? Kann ich die oberste Karte angucken. Wenn es ein Blessing ist oder Magie, dann kann ich sie sofort nehmen. Sonst kommt sie wieder oben drauf. Okay. Mal, das ist ein Guide. Na dann. Nein, dann. Ach doch, hat geklappt. Gut. So, dann wollen wir hier nochmal erforschen. Das ist der Guide, wen wundert's? Den kriegen wir aber nicht mit. Die mag uns nicht. Die Paladine ist vielleicht ein bisschen ungehobelt, was das angeht. So. Wand of Force Missile. Den nehmen wir einfach mal nicht mit. Aber was wir mitnehmen, ist noch eine Encounter-Karte. Ein Gecko. Okay. Da revealen wir wieder und zeigen ihm mal unsere dicke Armbrust. Und tschüss. Ja, die Armbrust ist echt Gold wert. Macht alles kaputt. So, mal gucken. Ob wir jetzt vielleicht... Ne, jetzt kriegen wir einen Ogre. Okay. Müssen wir schon wieder die Armbrust auspacken. Und auch das hilft nicht viel. Dann müssen wir tatsächlich unsere Kettenweste rechargen. Daumen drücken! 11, verdammt. Finde ich nicht cool. Wow. Das sind voll die guten Items. Mist. Kann ich mich noch verstecken? Nein. Kann nichts mehr machen, ne? Ah. Schlecht, schlecht, schlecht. So. Jetzt hier aber. Oh. Schon wieder sowas. Mann. Tja. 1d4 Schaden. Mach mal nicht so hoch, danke. Das kriegen wir einfach hier mit der Lederarmor weg. Dann hat sich das erledigt. 4 Karten sind hier noch. Also der Schurke scheint wirklich ganz unten zu sein. Ätzend. So, was haben wir denn jetzt hier? Da ist der... Ach, das ist der Oberboss. Naja. Da... Recht Glück. Da ist er. Okay. So, jetzt lohnt sich das zu versuchen, diese Locations auch noch zu schließen. Die beiden hier. Und da wollen wir mal probieren. Close the Location. Intelligence Test. Ach ja, das war ja so doof. Klappt ja nicht, weil sie einfach nur doof wie Brot ist. Wir wollen evaden. Evaden. Ne?
Sie sollte vielleicht woanders hingehen, ne? Die kann diese Location nicht zumachen. Dann kann sie ebenso gut hier hingehen. Das kriegt sie nämlich, glaube ich, viel besser hin. Nee. Hiermit. 1W4, das können wir. Das brauchen wir nicht. Und. Ja. Ach komm, das schaffen wir, oder? Ja. Hä? Mist. Haben wir nicht geschafft. Sowas Blödes. 1. 2. Hä? Ich hab schon 3 abgelegt. Choose a weapon to bury. Or item. Ja, dann bauen wir den. Oh. Blöd, echt. 9 Runden noch? Und die Schurkin ist tot. Hei, 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 hei. So, jetzt aber. Und dafür nehmen wir das Großschwert zur Hand. Das sollte wohl hinhauen, wie? Nein, kein Feuerschaden. Sehr gut. Ja, wollen wir zumachen. Und dann müssen wir einen Banditen besiegen. Das... 12 und dann nehmen wir dazu noch den Horse Chopper. Das sieht nicht schlecht aus. Und wir schmeißen auch noch ein Blessing mit rein. Das passt auf jeden Fall. Zack, weg mit ihm. Und die Location ist dicht. Goodie, goodie. Jetzt kann sie noch moven. Und das ist ganz gut. Aber Intelligence Test ist auch nicht so ihr Ding, glaube ich. Die geht mal hier hin. So, und sie. Sie bewegt sich mal hier hin. Reveal für allen. Okay. Vielleicht sind wir die Skade tatsächlich. Und ein bisschen hoffen. Ach, du bist so eine Niete. Verdammt. Discard 9. Okay, sie ist auch tot, würde ich jetzt mal ganz stark vermuten. Macht das? Recharge. Discard 7. Und kommt noch dieser Leftover-Schaden, oder? Okay. Mal gucken, ein Zombie. Da haben wir doch was. Das soll wohl. Oh. Reroll. Warte mal. 13 brauchen wir. Okay, aber wir hatten ja einen Reroll. Hinfort mit dir, Zombie. Und gleich nochmal. Jawohl, da ist der Goblin. Den Speer noch dazu. Und das legen wir ab. So, weg mit dir.
21, da ist er platt. Aber jetzt haben wir kein Blessing. Ich trottel. Bah! Ich hätte das Blessing nicht einsetzen dürfen. Okay. Fail. Da haben wir aber ein Blessing. Gut. Das ist der Jethound. Dieser Hund. Ein Wisdom Check. Haben wir gecheckt, haben wir gecheckt. Und jetzt kämpfen. Ja, das finde ich eine gute Raid. Das gibt's doch gar nicht. Echt jetzt? Alter Vater. Boah, wie ätzend. Ja. Nicht so gut. Da ist der Boss. Okay. Kann sie nochmal versuchen, hier zu closen. Und das sollte eigentlich auch besser hinhauen. Ugh. Das dazu. Daumen drücke. Oh, Glück gehabt. Alter Vater. Okay. Und jetzt muss sie das noch schaffen. Stealth. Ein Die. Das wird ja nichts. Das brauchen wir nicht machen. Ugh. So, der Great Club macht eine D10 und der Longspear ein 8 plus Mini-Skill. Oder Strange. Gucken wir uns das mal an, was passiert. Das ist ein W8 dazu. Schon eine 89% Chance, den zu besiegen. Dann nehmen wir noch dies und. Das. Gut. Und tschüss! Du Drecksack! Rip Nugget und Stickfoot! So, jetzt müssen wir sie nochmal besiegen, stimmt ja. What the f. Du. So, da nehmen wir mal die Great Club dazu. Und nochmal. Ach nee, das Blessing dürfen wir nicht nehmen. Nochmal das hier. Und Burying den Longspear und. Jo. Auch das hat hingehauen. Sehr gut, ne? Sie ist die Barbarin, sie macht alles platt. Danke, danke, ich stehe in eurer Schuld. Ja, das stimmt. Eine lebenslange Schuld. Ich gebe dir die Genehmigung, mir eines Tages das Leben zu retten. Sehr schön. Splendid. Hervorragend. Wenn eine Frau von eurer Stärke und Schönheit mir die Ehre ihrer Gesellschaft geben würde. Ich gebe einen aus im Rusty Dragon, so ungefähr. Wenn du glaubst, dass wir dort wieder kämpfen können, sehen wir uns da. Immer nur kämpfen. Victorei, liebe Freunde! Victorei! Allerdings sind auch zwei meiner Heldinnen gestorben. Ist mir noch nie passiert. Ich weiß gar nicht, was jetzt passiert, ehrlich gesagt. Was ich machen kann anscheinend hier ist, ich kann meine Skills verbessern. Und vielleicht sollten wir den Wisdom so ein bisschen pushen. Er geht eh nicht, okay. Und sie könnte mal
Wir haben so wenig Intelligenz, das ist echt schlimm. Aber jetzt von D4, glaube ich, zu pushen, hat nicht viel Sinn. Da setzen wir lieber einen auf Stärke. So. Möchte ich. Ja. Jetzt sind sie alle wieder da. Jetzt kann man hier noch die Decks verändern. Sachen, die wir neu gefunden haben, austauschen und so weiter. Damit will ich euch aber nicht weiter langweilen. Ja, gehen wir erstmal weiter. Geht gar nicht. Tja, und dann soll es auch gewesen sein für heute. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wenn dem so ist, dann gebt mir doch einen Daumen hoch auf dieses Video. So sehe ich immer, was euch gefällt und wovon ich noch mehr machen sollte. Außerdem, wenn ihr neu seid, dann abonniert doch den Kanal und aktiviert die kleine Notification Bell. Dann verpasst ihr nie wieder eins unserer Videos. Ja, und dann bleibt mir nur noch euch alles Gute zu wünschen. Bleibt gesund. Bis zum nächsten Mal. Euer Kid Zero.